Heute für euch die unheimlichsten Geheimnisse in Disney-Filmen. Los geht's! Nummer 4. Morphium-Cocktail in Peter Pan. Erinnert ihr euch noch an die Szene aus Peter Pan, in der die Kinder Morphium bekommen und anfangen, von einem fliegenden Jungen und Piraten zu halluzinieren? Also ich auf keinen Fall. Allerdings soll dies der Grund sein, warum die Kinder sich dies einbilden. Nana gibt den Kindern Tonic zum Schlafen. Wobei es sich dabei genau handelt, erfahren wir nicht. Allerdings spielt Peter Pan in einer Zeit, in der Kokain für den Alltagsgebrauch verwendet wurde. Tonic wurde im 19. Jahrhundert zur Kontrolle von Kindern verwendet, damit diese nicht allzu hyperaktiv sind. Bestandteil von Tonic war neben anderen Drogen zum Beispiel Morphium. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Keine Unterwäsche in Herkules. Scheinbar bestand kein Interesse daran, den Frauen im Disney-Film Herkules eine Unterhose anzuziehen. Während des Songs Zero to Hero offenbart eine der Musen, dass sich unter ihrem Kleid nichts befindet. Das war wohl die Motivation, die Herkules benötigte, um ein Held zu werden. Es ist zwar nur für einen kurzen Moment zu sehen, wird allerdings als weiteres Beispiel herangezogen, dass die Illuminaten die Kinder einer sexuellen Gehirnwäsche unterziehen. Und die Nummer 2, Heil Scar. Wegen des traumatisierenden Mordes an Mufasa ist Scar wohl einer der am meist gehassten Disney-Bösewichte. Einige vergleichen ihn sogar mit einem Hitler der Tierwelt. Während des Songs Seid breit bediente man sich einer Szene aus dem Nazi-Propagandafilm Triumph des Willens. Es wird wohl schwer zu leugnen sein, angesichts dieser Szenen, dass Scar einen Tier-Holocaust starten möchte. Dies wird vor allem deutlich, nachdem die Hyänen Scar darauf hinweisen, dass es nicht mehr genügend Fleisch im Königreich geben würde. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 1. Die Illuminaten im DuckTales-Film. Bei den DuckTales finden wir zweimal scheinbar einen Bezug auf die Illuminaten. Einen Bezug finden wir in einer Folge der Serie. In dieser finden wir ein Augentestposter, auf welchem Frag nach den Illuminaten zu lesen ist. Der andere erschien Jahre später im Film DuckTales, Jäger der verlorenen Lampe. In diesem kommt das allsehende Auge, welches das Zeichen der Illuminaten sein soll, mehrmals vor. Das würde dann auch erklären, wo Scrooge McDuck sein ganzes Geld her hat. Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt's uns gern mal in die Kommentare. Jetzt könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen. Zum Ansehen einfach in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.